Heute ist Schluss. Mit diesen negativen Gedankenmustern, die sich vielleicht bei dem einen oder anderen von uns eingenistet haben. Es gibt vier gefährliche Gedankenmuster, welche sich in unser Leben einschleichen können, ohne dass wir dies bemerken und uns großen Schaden zufügen können. Einige dieser Denkmuster sind so schädlich, dass sie uns sogar körperlich und seelisch in Gefahr bringen könnten. Sie können dazu führen, dass wir uns isoliert, ängstlich und deprimiert fühlen. Noch dazu sind wir diesen Mustern ständig ausgesetzt, ohne dass es uns bewusst ist. Denn ich möchte dir in diesem Podcast zeigen, wie du diese Gedankenmuster erkennen und lösen kannst. Ich werde dir zeigen, wie du von all dem frei werden kannst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Buchautorin, Bioenergietherapeutin und Heilmedium. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Nun meine Frage an dich: Bist du jemand, der mit einem dieser Denkmuster kämpft, die ich dir gleich vorstellen werde? Wenn ja, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Also lass uns ohne Umschweife gleich loslegen. Das erste gefährliche Denkmuster, über das ich sprechen möchte, ist der Perfektionismus. Perfektionismus kann als das Bedürfnis definiert werden, immer in allem, was wir tun, perfekt sein zu wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagt, dass wir perfekt sein müssen, um erfolgreich und glücklich zu sein. Aber die Wahrheit ist, dass Perfektionismus nur eine Illusion ist. Er ist nicht real und er ist definitiv nicht gesund. Ich für mich weiß, dass ich auch nicht perfekt bin. Ich habe im Laufe meines Lebens erkannt, dass Perfektionismus zu allen möglichen Problemen führen kann, wie zum Beispiel zu Angstzuständen oder Depressionen. Wenn du also jemand bist, der mit Perfektionismus zu kämpfen hat, dann möchte ich dich ermutigen, dich von deinem Bedürfnis, perfekt zu sein, zu lösen. Sei dir einfach bewusst, dass du gut genug bist und dass du nicht perfekt sein musst, um erfolgreich oder glücklich zu sein. Lass einfach den Druck raus und liebe deine kleinen Fehler, denn sie machen dich einzigartig. Das nächste Gedankenmuster, über das ich sprechen möchte, ist das Bedürfnis, die Kontrolle zu haben. Das ist ein weiteres gefährliches Muster, das zu allen möglichen Problemen wie Angst und sogar Zwangsstörungen führen kann. Wenn du also zu den Menschen gehörst, die das Gefühl haben, alles in ihrem Leben unter Kontrolle haben zu müssen, dann möchte ich dich jetzt ermutigen, dieses Bedürfnis loszulassen. Lass einfach los und erlaube dir und anderen, ein Mensch zu sein. Erlaube dir und anderen, Fehler machen zu dürfen und fühle deine Gefühle dazu. Du wirst feststellen, dass das Leben so viel einfacher ist, als du dachtest. Und es ist jetzt Zeit, dir und anderen Menschen zu vertrauen. Das sind also zwei der versteckten Denkmuster, die dir bewusst sein sollten. Wenn du mit einem von ihnen kämpfst, ermutige ich dich, das Bedürfnis, perfekt zu sein oder die Kontrolle zu haben, einfach loszulassen. Lass los und sei du selbst. Sei unvollkommen, sei chaotisch, sei echt. Und ich verspreche dir, dein Leben wird viel einfacher und glücklicher werden. Das nächste versteckte Denkmuster, über das ich sprechen möchte, ist das Alles-oder-Nichts-Denken. Das ist, wenn wir die Dinge in Schwarz und Weiß sehen, als entweder gut oder schlecht. Das Alles-oder-Nichts-Denken bedeutet, dass wir die Dinge entweder als gut oder schlecht einordnen, ohne einen Mittelweg finden zu können. Diese Art des Denkens kann dazu führen, dass wir überstürzte Entscheidungen treffen, ohne alle Möglichkeiten vorher in Betracht gezogen zu haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagt, dass wir perfekt sein müssen, um erfolgreich und glücklich zu sein.
Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Art zu denken nur eine Illusion ist. Sie ist nicht real und sie ist definitiv nicht gesund. Mein letzter Ehemann sagte zum Beispiel zu mir: Entweder ich liebe dich voll und ganz oder ich hasse dich voll und ganz. Dazwischen gibt es nichts. Diese Erfahrung war für mich sehr hart und fremd, denn solche Gefühle kannte ich bis dahin noch nicht. Aber wir wissen, dass diese Art zu lieben oder zu denken nicht gesund sein kann, weil sie zu allen möglichen Problemen führt, denn unser Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Es ist bunt und aufregend. Und ich finde, dass es schön ist, ein Teil dieser Farbenvielfalt zu sein. Wenn du dich also dabei ertappst, in schwarz oder weiß zu denken, ermutige ich dich, diese Denkweise loszulassen und die Schönheit in all den Farben zu sehen, die das Leben zu bieten hat. Das letzte Denkmuster, über das ich unbedingt mit dir sprechen möchte, ist die Katastrophisierung. Das ist, wenn wir aus einer kleinen Sache eine große Sache machen oder denken, dass etwas ein komplettes Desaster sein wird. Wir tun das oft, ohne es zu merken. Als Schülerin habe ich mich zum Beispiel ständig unbewusst in eine Katastrophe gestürzt. Ich dachte zum Beispiel, ich werde diese Prüfung nie bestehen. Oder ich werde in diesem Kurs durchfallen. Und dann war es natürlich auch so. Diese Art des Denkens ist nicht nur schädlich, sondern auch völlig unnötig. Wir stellen die Dinge oft schlimmer dar, als sie sind. Und das ist nicht hilfreich. Wenn du dich also dabei ertappst, dass du dich in eine Katastrophe stürzt, rate ich dir, einen Schritt zurückzutreten und die Situation neu zu bedenken und zu bewerten. Frag dich, ob es wirklich einen Grund gibt, zu glauben, dass die Dinge so schlimm sind, wie du sie dir vorstellst. Du wirst sicher feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Und das wird dir helfen, dich besser und entspannter zu fühlen. Dies waren jetzt nur einige Beispiele über gefährliche Denkmuster. Natürlich gibt es noch weitere, aber für mich sind diese vier die allerwichtigsten. Und ich denke, wenn du über das, was gerade gesagt wurde, nachdenkst, erkennst du vielleicht, wie wichtig es ist, dass man an sich arbeitet und die Dinge auflöst. Dies betrifft jetzt nicht nur dich selbst, sondern auch deine Familie und deine Freunde. In diesem Fall möchte ich dich ermutigen, etwas zu unternehmen. Sei kein Opfer dieser schädlichen Denkmuster, sondern ändere sie. Du kannst es schaffen, da bin ich mir sicher. Du kannst zu einem Heiler gehen, zu einem Therapeuten, da wird dir sicher sehr gut geholfen werden. Dieser Podcast möchte gerne von dir geteilt werden, damit noch mehr Menschen von diesen gefährlichen Denkmustern erfahren und wie sie sich heilen können. Bitte like und abonniere meinen Kanal, um weitere wichtige Podcasts zu hören. Ich danke dir sehr dafür. Alles, alles Liebe für dich.